Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Bros. 2, die All-Star Edition, Part Nummer 12. Ja, im letzten Part haben wir, ja, gefailt. Wir sind Game Over gegangen in Welt 6. Und, ja, aber wir kennen dafür jetzt die Welt. Nehmen wir mal die Prinzessin. Wir wissen, Welt 1 ist sehr lang, dafür ist Welt 2 umso kürzer. Level 2. Und, ja, ich hoffe, dass ich nicht schon wieder hier in irgendeinen Speedrun, also Pseudo-Speedrun ausartet. Nur weil ich jetzt glaube, ich kenne das Level. Aber zumindest... Ui, da wollte ich gar nicht rein, aber gut. Was gibt's hier? Ein Panzer, immerhin. Ich wollte eigentlich eher den Gegner schnappen. Wie, keinen getroffen. Egal. Was mir aufgefallen ist... gut, es war... Ich wiederhole schon wieder den ersten Part. Gab's hier irgendwas? Den ersten Part, den letzten Part. Nee. Was mir aufgefallen ist, oder was vielleicht anderen aufgefallen ist, eher gesagt. Hey, Achtung. Ich hab's irgendwo ein Leben. Hier bei dir, gab's noch ein Leben. Das möchte ich mitnehmen. Ja. Was mir aufgefallen ist, was euch aufgefallen ist. ja, meine Stimme ist etwas lauter als sonst. Das liegt ganz einfach daran, dass ich einfach mal das Mikro ein bisschen weiter nach oben gemacht habe. Sonst war das immer so, hey, hat es ein bisschen weiter unten gehangen. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich da relativ gut reinspreche. Aber ey, ich brauche den, den Schlüssel. Aber ich denke mal, dass es so auch ein bisschen besser ist, weil, ja. Man kann ja Lautstärke nach unten regulieren, aber nach oben ist immer ein bisschen schwieriger. Von daher... Ui, da war ich fast ein bisschen zu schnell. Achtung. Merken. Wir können getroffen werden, auch wenn wir uns ducken. Schon raus hier. Schlüssel kurz wegwerfen. Du hast mich nicht gesehen. Du weißt nicht, wer der Schlüssel hat. So, geht es hier wieder ein bisschen schneller. Also so lang ist das Level eigentlich doch nicht. Das war halt nur so lang beim letzten Mal, weil wir... Ja, weil ich hier rumgegurkt habe. Und... Hey. Ja, das ist halt dieser massive Vorteil von Prinzessin Peach. Mal schweben, wenn es nötig ist. Das war natürlich nicht gequollt, aber schon fast gekonnt. Oh Mann, ey. Ja, aber das ist halt genau der Vorteil, wenn man dann, wenn man zum ersten Mal spielt und dann feststellt, ja, oh, für das Level hätte ich eigentlich auch mal tot nehmen können. Und dann einfach mal feststellt, ja, was heißt feststellen hier, dass man weiß, wie das Level aufgebaut ist. So, schön auf den obersten. Komm her, Vögelchen. Vögel, Vögel, Vögel. Hier fliege ich dann auch wieder ganz gemütlich durch. Ich würde ja sagen, am liebsten, auch in diesen Leveln, dass ich mir am liebsten die Pilze holen werde. Aber, ja, brauchen wir ja nicht. Wenn ich den nächsten Abschnitt komme, dann ist eh alles vorbei. Da fängt das Ganze wieder bei 2 Leben an. So, da kommen doch nochmal Vögel. Ich meine, es ist auch ein bisschen arg sinnfrei, wenn man dann auch noch so einen einfachen Birdo hat. Abgesehen davon, dass man hier nicht runterfallen sollte. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass mir die Vögel hier entgegengekommen sind. Aber ja, man vergisst halt auch meistens sehr schnell, was man gemacht hat. Außer man hat gefehlt. Hallo Birdo, alles klar. Hier muss ich mich ja gar nicht stucken. Oh, das war ganz blöd. Zum Glück haben wir hier einen zweiten. Springen ist besser. Oh, das ist ganz doof gewesen. Ja, so wie zum Thema, der Birdo war hier ganz leicht. Oh, Achtung. Ja, jetzt habe ich trotzdem wieder das Gefühl, mich ducken zu müssen. Komm, deinen dritten Feuerball und weg mit dir. Schön die Kristallkugel einfangen, bevor sie runterfällt und zerbricht. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Punkt angelangt, wo wir beim letzten Mal waren. Komm, wir nehmen mal wieder Toad. Der ist so einsam. Der kann zwar nicht hoch springen, aber dafür ist er halt der beste Gärtner. Und ich glaube...
Okay. Ich wollte eigentlich sagen, ich glaube, ich möchte mir hier am besten mal den normalen Weg gehen. Einfach aus... Toll. Einfach aus den Grund... Toll. Verdammt. Dass ich mir hier ein paar mehr Leben hole. Aber dafür müssen wir natürlich auch wissen, wo man die bekommt. Oh, nicht runterfallen. Ich weiß nicht, ob das hier dafür gemacht ist, dass man hier einfach runterfallen kann. So, natürlich am besten erst gar nicht ins... Wo ist hier der Pilz? Oi, 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 spring! Ei, ei, ei. Was ist das denn? Okay. Aber hier gibt's doch irgendwie keinen. Können wir da einfach rein? Ah, okay. Ziemlich große Tür, würde ich sagen. Auch wenn wir jetzt kleiner sind. Okay, da kommen Puppen raus. Also ich glaube, die Abkürzung ist wirklich eine sehr gute Abkürzung. Wenn ich merke, dass es hier nichts bringt, dann nehme ich lieber wieder die Abkürzung. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Bombe zu früh eingesammelt. Hier spielt man damit. Ja, ist natürlich auch die Frage, wo hier jetzt noch Pilze versteckt sind. Toll. Ich bin ein Trankpilz. Ich denke ganz einfach, dass der jetzt da unten ist irgendwo. Alles klar. Sollte nicht sein. Ups. Egal. Dann haben wir das hier zumindest mal gesehen. Nein! Boah, puh, das war knapp. Ach, weg damit. Tod hat keinen Bock. So. Ja, was mir hier bei diesem Spiel auf jeden Fall auffällt, ist, wenn man das jetzt mit Looks Like Link seinem Let's Play vergleicht. Er spielt ja als auf den Game Boy Advance, als Remake. Und da sind auch viele Sachen eingefügt worden, was das ganze Spiel um einiges vereinfacht. Ja, wenn man schön nach oben drückt die ganze Zeit, dann klappt es hier. Einfach aus dem Grund, weil man an jeder Ecke wirklich mehr Leben bekommt. Also manche von diesen Pflanzen, die man ausbuddelt, das sind solche Herzen. Oh, okay, das war gemein. Dass er gleich zwei auf einmal schießt, das war wirklich gemein. Aber ich gebe Tod eine Chance. Der soll das hier machen, das Level. Ja, ist natürlich jetzt auch doof, dass wir halt nicht mehr zurück können, dass wir mit Abkürzung machen wollen würden. Tod! Halte ich fest. Ach ja. So. Ach Mann. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mit den Ranken nicht konform bin? Jetzt weiß man zumindest auch, warum man immer nur Prinzessin Peach nimmt, weil man hier dann diese Sprünge super leicht absolvieren kann. So. Wäre natürlich auch mal so eine kleine Challenge zu sagen, ja gut, man nimmt nur Toad, um das ganze Spiel hier durchzuspielen. So, hier hoch. Aufpassen, der könnte auch zweimal schießen. Wieder da oben. Achtung. Toll, schießt da gar nicht. Ist auch egal. okay. Hier hoch. Das klappt. Das lässt mich... Marienkäfer muss ein bisschen schneller machen. Ja, zumindest geht schneller runter als hoch. Und hoch hier. Ah ja, sind es viele. So, komm. Komm, komm, komm. Schön gemütlich. Und springen! Oh Gott, was wird denn da oben gespielt? Upsala. Ganz normal nach oben. Ja, das war der bessere Weg. Sehr schön. Ich möchte einfach nur zum Boss kommen. Zumindest hat man dann das Level dann schon mal gesehen, wie das jetzt so im normalen abläuft. Dann kann ich ja im nächsten dann ohne Probleme die Abkürzung machen. Ja, sieht man hier. Hier wären wir normal von rechts oben gekommen. Und jetzt haben wir hier nochmal einmal Birdo. Ja. Toad tut wirklich um einige schneller die Eier hochheben. Also das merkt man hier richtig.
Wow! Ja, toll. Komm, nur einmal ein Treffer, damit wir zumindest hier Birdo überspringen können. Schnapp dir die Kugel und rein da. Okay, also es ist dieser... Ja, stimmt ja, ich habe ja für den einen Part, den ich aufgenommen habe, mit ihm habe ich extra gegoogelt, wie der heißt. Der heißt Tri-Circle. Also irgendwas, so eine Anspielung auf seinen Kopf. Eieiei. Und ja, die beste Möglichkeit ist halt wirklich, eine Mauer zu bauen und die dann abzuwerfen. Ja, toll. So viel zum Thema Mauer bauen. Ach ja, aber den schaffen wir. Und wenn ich hier jetzt noch die... Wie viel Zeit haben wir? Wenn wir jetzt noch die letzten 10 Minuten brauchen werden hier. Nicht spucken. Nein! Nicht runterschmeißen. Ich weiß auch gar nicht, was wir machen sollen, wenn wir gar keine Pilze mehr haben. Dann haben wir schon ein großes Problem. So. Schöne Mauer gebaut. Ein Treffer. Hoch da. Nein, nicht so. Ach ja. Müssen wir im schlimmsten Fall die Mauer wieder abbauen. So, zweiter Treffer. Ich glaube, der kann auch gar nicht nach oben spucken, wirklich. Und dritter Treffer. Sehr schön. Warum nicht gleich so? Wunderschön. So, und gleich rein, ja, nicht runterfallen. Vielleicht kriegen wir jetzt vielleicht noch ein paar Leben hier. Leider nicht. Komm, nee. Das wird nichts. Du. Mario ist wieder dran. Oh, okay, Welt 7 hat nur 2 Level. Alles klar. Speichern wir. Dann reicht es vielleicht sogar. Oh, nicht runterfallen. Dass wir, ja, dass wir vielleicht das mit dem Party abschließen. Wunschdenken. Ja. Hier vielleicht? Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Wo haben wir hier... Hier sehen die, Ding ganz anders da aus, die... Das Gemüse. Kaum Leben bekommen, lassen wir uns treffen. Ja. Ich sehe schon, wo wir lang müssen. Und zwar müssen wir, glaube ich, ganz links... Ja, ganz links drüber fliegen. Weil sonst gibt es ja eigentlich gar keinen anderen Weg. Wenn wir ein bisschen schneller fliegen würden, wäre natürlich schön. Oh! Nicht hängen bleiben. Gerade sagen hier. Schön gemütlich durchfliegen. Hier runter. Ja. Was haben wir hier? Eine Rakete. Eine Rakete ist schon lustig irgendwie. Warum tun sie uns nicht gleich zum Ziel bringen? Eine Cherry. Haust du ab? Ach ja, und diese berühmte Stelle hier, wo Leute schon Panik bekommen haben. Wenn man zu langsam ist, dass man hier nicht durchkommt. Eieiei. Oder halt nicht springen darf, solange man... Hm. Ich hab's eigentlich kommen sehen, aber irgendwie habe ich überhaupt nicht reagiert. Das ist nicht wahr. So, mal gut. Achtung. Schön ist, dass wir natürlich unser Leben behalten dürfen. Du bleibst weg. Ja, wenn man sich hier beeilt, dann spawnen eigentlich gar nicht so viele... Gegner? Ja. Wo kommt denn jetzt der untere her? Das ist gemein gewesen. So. Gleich springen. Gut, den Treffer stecke ich gerne ein. Hauptsache, wir kommen weiter. Nein! Verdammt. Ja, gut, ich kann hier bleiben. Okay, jetzt müssen wir den unteren befreien. Und noch ein bisschen gleich besiegen, ja.
Ich merke schon wieder, ich passe nicht auf. Ja, ich sehe auch schon wieder kommen, dass wir das Ganze wieder wiederholen müssen. Aber das sollte ja auch nicht ganz so schlimm sein. Komm hoch da. Nicht treffen lassen. Ich meine, wir haben 3 Leben. Das sollte doch eigentlich schon ein Vorteil sein. Das war natürlich auch wieder blöd. Echt ungeduldig werde. Ganz einfach. So. Leider können wir auf die Leiter nicht oben drauf. Oh. Aber dann haben wir zumindest dann auch mal das Level gesehen. Okay, hier haben wir wieder Birdo. Was ist los, Birdo? Gut, dass wir irgendwie unverwundbar sind, wenn wir gerade was hochheben. Okay, das war der schnellste Birdo-Kampf, den ich je gemacht habe. Und ich sehe es trotzdem kommen, dass wir das letzte Level nicht auf Anhieb schaffen werden. Weil es ist das letzte Level, dann, ja. Das wird vermutlich, ja, bei unserem letzten Leben nicht so leicht sein. Nein! Eieiei, was geht denn hier ab? An manchen Stellen glaube ich, dass es nicht unbedingt ein Vorteil ist, wenn man wartet. Eieiei. Okay, bewegende Plattformen und Scheigeister, die mir entgegenkommen. Eieiei. Achtung. Ja, hier habe ich bewusst Peach genommen, weil, ja, aus offensichtlichen Gründen. Was ist denn hier los? Erstmal oben rum. Hier irgendwas Besonderes? Haben wir irgendwo Pilze oder sonstiges? Oh, hier wird's lustig durchzukommen. Und? Okay, passt. Ja. Hier hoch. Ja, wie der Endboss hier heißt. Oder eher gesagt, der Endboss hier ist ja nur in diesem Spiel hier vorhanden. Und zwar ist es eine riesige Kröte mit Namen Wart. Ja gut, es war ja mal toll. Wo sie meine Leben? 2 Wege, links, rechts. War links richtig? Keine Ahnung. Können wir gleich sehen. Hier geht's runter, okay. Verwirrt. Will nicht zu tief, nicht so schnell zu tief fallen. Ui. Das war so klar. Wisst ihr was? Das machen wir im nächsten Part weiter. Ich hoffe euch hat es trotzdem gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.